und Bär Börsenwissen einfach erklärt. Heute möchten wir euch in unserem Video erklären, was Aktien sind. Wenn man Aktien besitzt, hat man einen Anteil an der Aktiengesellschaft. Jeder Aktionär ist Mitinhaber an der Firma. Der Normaltyp der Aktien sind die Stammaktien. Sie gewähren die gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte. Auf die Rechte der Aktionäre gehen wir später noch näher ein. Außerdem gibt es Vorzugsaktien im DAX, zum Beispiel Henkel oder VW. Da gibt es bestimmte Vorrechte, zum Beispiel ein Recht auf erhöhte Dividende. Dafür hat man beispielsweise kein Stimmrecht. Außerdem gibt es Namensaktien. Bei den Namensaktien sind die Aktionäre in ein Aktienregister eingetragen, sind also namentlich der Firma bekannt. Und die können direkt mit ihren Aktionären kommunizieren, sie zum Beispiel zur Hauptversammlung einladen. Jeder Aktionär hat einige Rechte. Erstens wäre das Dividendenrecht, das heißt, er hat das Recht auf Dividende. Die Dividende wird auf der Hauptversammlung beschlossen und ist gewinnabhängig. Es ist eine jährliche Gewinnausschüttung. Außerdem gibt es ein Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen. Das heißt, wenn die Firma eine Kapitalerhöhung durchführt, dann hat man das Recht, junge Aktien zu beziehen. Der Aktionär hat ebenso das Recht auf Teilnahme bei der Hauptversammlung. Hier hat er ein Stimmrecht, ein Rederecht und ein Auskunftsrecht. Und wie immer habe ich auch heute ein Zitat für euch. Diesmal ist es von Warren Buffett, ein legendärer Investor. Der hat mal gesagt, kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich ihr Kurs halbiert. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da, schreibt etwas in unsere Kommentare, wir sind offen für neue Fragen oder abonniert unseren Sparkasse Reinhardt-Kanal.